Hallo, herzlich willkommen zu einem Video über die heilige Geometrie, die Merkaba, Timofei Rasadin oder Gor Timofei Rasadin und Drunvalo Melchisedek. Mein Name ist Andreas Beutel und ich unterrichte seit 20 Jahren heilige Geometrie und Merkaba-Meditation und habe ein Buch über dieses Thema geschrieben, die Merkaba, und bin mehrmals darauf hingewiesen worden, dass Gor oder Timofei oder wie auch immer er genannt wird, ein paar Aussagen über Drunvalo und die Merkaba trifft, die nicht wahr sind. Und da das aber immer wieder zu Verunsicherungen führt, möchte ich das heute mal klarstellen und ein bisschen dieses Thema intensiver beleuchten. Ganz kurz zu meinem Weg, also 1995, 96 bin ich auf Drunvalo Melchisedek gestoßen. Damals noch ein Buch, was über ihn geschrieben war, und habe das gelesen, war begeistert von dem Wissen um die Geometrie und habe mich relativ schnell zu einem Kurs angemeldet über Geometrie und über die Merkaba, habe diese Technik selber erlernt und dann eine Lehrerausbildung gemacht, und seit 1997 unterrichte ich das. Drunvalo Melchisedek ist derjenige, der das Wissen um die heilige Geometrie wieder bekannt gemacht hat und der die Blume des Lebens wieder bekannt gemacht hat. Also das Wissen um die Blume des Lebens geht erstmal in der heutigen Zeit zurück auf Drunvalo Melchisedek und hat sich innerhalb der letzten 20, 30 Jahre um die ganze Welt verbreitet und sehr viele Menschen berührt und ihnen gezeigt, wie alles miteinander zusammenhängt oder zusammenhängen kann. Ungefähr vor ein, zwei Jahren rief mich ein Freund an und sagte, er hätte sich ein Buch besorgt, das so hier aussieht, Gottmensch von Timofei Rasadin, und sehr begeistert ist und dass ich doch unbedingt mal lesen sollte. Und ich bin nicht so richtig an das Buch rangekommen. Dann kamen immer wieder Menschen auf mich zu und haben gesagt, guck dir das mal an, weil der sagt was über Drunvalo und du müsstest das doch wissen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir das mal näher angeguckt habe. Dazu habe ich noch ein paar Videos von ihm gesehen und eben gesehen, was da gerade abläuft. Zum Hintergrund. Die Merkaba wird im Ägyptischen in drei Silben geschrieben. Mer, Ka und Ba. Drunvalo sagt, Mer steht für gegenläufig rotierendes Feld. Ka ist der sowas wie der Geist und Ba der Körper oder der Bewusstseinskörper. Und es ist also ein Feld, was Körper und Geist umfasst und ist ein essentieller Bestandteil unserer Seele oder unseres Seelenwesens. Wo immer wir in eine Welt hineintauchen, brauchen wir eine Merkaba, um diese Welt wahrnehmen oder erleben zu können. Also wir bewegen uns in einer Formwelt. Hier haben wir noch den physischen Körper, aber in anderen Welten reicht auch ein energetischer Körper. Und dazu brauchen wir immer eine Linse, um diese Realität anschauen zu können. Man muss dazu sagen, es gibt nur eine Realität. Also, ob wir nun hier sind, in einer anderen Dimension, es gibt nur einen Gott, ein Bewusstsein. Das, was alles umfasst, was alles ist oder was alles durchzieht. Aber man kann die Realität unterschiedlich beschreiben oder auch unterschiedlich erfahren. Ich beschreibe es immer an folgendem Beispiel. Also wenn es draußen regnet, nennen wir das mal Realität für diesen Moment. Wenn du einen Garten hast und die Pflanzen anschaust, kannst du dich freuen, dass die Pflanzen gegossen werden. Möchtest du aber möglicherweise Gartenparty machen oder heiraten im Freien oder spazieren gehen, würdest du vielleicht sagen, Mistwetter. Also das eine ist die Realität, der Regen. Aber wie du die Realität anschaust oder interpretierst, das ist immer abhängig vom individuellen Standpunkt. Und so gibt es also unterschiedliche Dimensionen, Ebenen und so weiter. Aber es gibt eine universelle Wahrheit. Und ich habe mich sehr, sehr intensiv mit Esoterik, Spiritualität, okkulten Wissen beschäftigt und Hintergrundwissen und dem, was Drunvalo sagt, habe viel davon überprüft. Drunvalo hat mittlerweile fünf Bücher geschrieben. An mehreren Büchern habe ich an der Übersetzung mitgearbeitet.
und habe gesehen, dass dieses Wissen sehr tiefgehend ist, sehr umfangreich ist. Und was auffällt, also es gibt nur eine Wahrheit und unterschiedliche Interpretationen vielleicht von der Wahrheit. Aber wenn ein neues System kommt und man hat so nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit Studium ein Gespür dafür, was diese Hintergrundwahrheit ist, kann man an einem System sehr schnell sehen, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, weil ein neues System muss in dieses Gesamtsystem hineinpassen. Wenn das sagt, es ist alles falsch, das muss komplett anders sein, dann ist irgendwas an diesem neuen System falsch. Das kann man aber nur sagen, wenn man schon eine Weile sozusagen studiert hat oder ein paar Sachen erkannt hat. Und jetzt kommt also Gore und sagt, da stimmt was nicht bei Drunvalo. Und je näher oder je intensiver man sich damit beschäftigt, desto mehr stellt man fest, nee, da stimmt was bei Gore nicht und bei Drunvalo ist alles richtig. Wir beschäftigen uns mal kurz noch mit der Frage Merkaba. Also, es ist ein Teil deines Systems, was du brauchst, um eine Realität anschauen, betrachten oder dekodieren zu können. Und das gesamte Bewusstsein ist nach geometrischen Regeln strukturiert oder nach geometrischen Gesetzen. Das, was wir in der Blume des Lebens sehen, nur als unendliches Muster ausgebreitet, das gilt für diese Dimension. Und um mich darin bewegen zu können, brauche ich also einen geometrischen Körper oder um interagieren zu können. Und deswegen ist also die Merkaba immer eine geometrische Form, aber je nachdem, in welcher Dimension ich mich befinde, in welchem System, möglicherweise auch unterschieden nach Planeten, habe ich unterschiedliche Geometrien oder unterschiedliche geometrische Formen. Das können also platonische Körper sein, das können Mischformen von platonischen Körpern sein, sogenannte archimedische Körper oder anderes. Und dann, ich hatte gesagt, Meer steht für gegenläufig rotierendes Feld. Also es können auch unterschiedliche Drehverhältnisse sein, in denen sie sich bewegen. Wenn du eine Sonnenblume zum Beispiel anschaust oder eine Erbse, eine Erdbeere, siehst du, wie die Muster auf der Oberfläche gegenläufig rotierend dargestellt sind. Und die haben immer unterschiedliche Winkel. Aber es gibt für jede Realität oder mindestens Planeten ein Drehverhältnis, was entscheidend ist. Und eine Merkaba kann also unterschieden sein in der Form und im Drehverhältnis. Und bei der Geometrie gibt es also verschiedene Systeme und die Merkaba, die Drunvalo unterrichtet, sieht folgendermaßen aus. Drunvalo sagt, wir brauchen einen geometrischen Körper, der so aussieht. Das ist ein sogenannter Sterntetraeder. Also ein Tetraeder ist entweder hier braun oder orange. Der nach unten zeigt, ist der Erdtetraeder. Der nach oben zeigt, ist der Sonnentetraeder. Und es gibt zwei Ausrichtungsformen für diesen Tetraeder oder für diesen Sterntetraeder. Die eine Ausrichtungsform ist, die Spitze zeigt nach vorne, das ist das männliche System und die Spitze zeigt, die Spitze des Erdtetraeders zeigt nach vorne, das ist das weibliche System. Also, wenn du ein Mann bist, hast du sehr wahrscheinlich so ein Feld und wenn du eine Frau bist, hast du sehr wahrscheinlich so ein Feld. Ich habe in 20 Jahren unzählige Experimente gemacht, also Menschen in dieses Feld hineingestellt oder befragt, was fühlen sie, wie spürt sich das an. Und Männer haben meistens gesagt, so ist richtig, und Frauen haben oftmals gesagt, so ist richtig. Das ist also in den Menschen drin. Ich hatte sogar Menschen im Seminar, die von selbst auf die Geometrie gekommen sind und erst dann entdeckt haben, dass es Lehrer gibt, die unterrichten, was es mit dieser Geometrie auf sich hat und sich dann zum Seminar angemeldet haben. Also ist aus meiner Sicht etwas Objektives, etwas, was im System des Menschen vorhanden ist und nichts Künstliches, nichts Aufgesetztes. Was bei Drunvalo ganz wichtig ist und was wichtig ist zum Verstehen dieses Systems, einer der Hauptfehler, der gemacht wird, ist, wenn jemand hört, Merkaba heißt mehr gegenläufig rotierendes Feld, Ka Geist und Ba Körper, und dann sehen sie den Körper, sagen viele, ah ja, verstehe ich. Und drehen den oberen gegen den unteren Tetraeder oder versuchen den zu drehen. Und
Das ist der Hauptfehler, der gemacht wird bei der Meditation. Wenn die jemand sich versucht, sich selber beizubringen, oder wenn sie jemand irgendwo im Netz guckt nach der Merkaba-Meditation, ich finde unzählige Animationen und unzählige Beschreibungen, die genau diesen Fehler machen. Und ich werde dann gleich das anhand von Textstellen noch darstellen und zitieren. Dronvalo sagt, dass das nicht richtig ist, und Gore sagt im Prinzip das Gleiche. Ja, also was wichtig ist bei diesem Standtetraeder, ist zu verstehen, dass oberer und unterer fest miteinander verbunden sind, und wenn sich, dann dreht sich das ganze System, also oberer und unterer zusammen und unterer und oberer auch zusammen. Was dreht sich dann gegenläufig? Ein tieferes Verständnis dieser Geometrie ist, dass es ein sogenanntes elektromagnetisches Feld ist. Es hat eine elektrische Komponente, es hat eine magnetische Komponente. Und die elektrische Komponente, die mit dem Mentalkörper verbunden ist, kann sich nur gegen den Uhrzeigersinn drehen, das heißt in dieser Richtung. Und die magnetische, mit dem Emotionalkörper verbunden, Seite kann sich immer nur im Uhrzeigersinn drehen. Also magnetisch so rum und elektrisch so rum. Und es gibt also dieses Feld dreimal, sagen wir, als elektrisches Feld, als magnetisches Feld und als neutrales Feld. Das neutrale Feld ist mit dem physischen Körper verbunden, das steht fest, und das elektrische dreht sich so rum, das magnetische dreht sich so rum. Und das ist also wichtig zu verstehen, dass es die Drehbewegung so aussieht oder so stattfindet. Im Sinne dieser einen göttlichen Wahrheit gibt es auf eine Art und Weise keine falschen Wege. Und es ist so, dass spirituelle Lehrer sich gegenseitig unterstützen und ehren. Bei Gore tritt nun der seltene Fall ein, dass er sich auf der einen Seite Esoterik kritisiert, was man auch in vielen Sachen tun kann, und aber dann ganz explizit auf Drunvalo schießt oder ihm Unwahrheiten unterstellt, was eigentlich ungewöhnlich ist. Und ich habe also diese eine Stelle oder zwei Stellen hier mal rausgesucht in diesem seltsamen Buch. Weil Drunvalo auf Seite 74, weil Drunvalo ein so lieber Kerl ist, muss auch die Information, die jemand durch ihn in die Welt setzt, automatisch gutartig sein. Oder weil seine Blume des Lebens so einlullend süß ausschaut, kann sich dahinter auch nichts Manipulatives verbergen. Wirklich nicht. Ist erstmal eine Aussage und ein bisschen suggestiv gesagt, und er kommt auch eigentlich nicht be mit Belegen rüber. Auf Seite 125 schreibt er dann Telos, dein Raumschiff, also unter der Überschrift. Man muss sagen, was Timofey hier schreibt, zeigt, dass er irgendeine Quelle hat mit einem bestimmten Wissen, aber er gibt niemals preis, zumindest habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen, dass er sagt, was seine Quelle ist. Wenn man mal darauf achtet, ich habe mehrere Sachen gesehen, wo er auf etwas angesprochen wird, aber wenn die Frage kommt nach seiner Quelle, weicht er sofort aus und geht irgendwo anders hin. Das hat er nie beantwortet. Und ich habe gesagt, wenn ein neues System auftaucht, muss es in irgendeiner Form in das alte einpassen. Bei ihm ist es so, er definiert einen Haufen neuer Begriffe, die beliebig benannt werden können und definiert werden können, und sagt aber auch gar nicht, wo diese Begriffe herkommen. Eben Telos ist letzten Endes das gleiche wie Merkaba, nur dass er einen anderen Ansatz hat und sich darüber definiert, dass es also Drunvalo falsch ist. Jetzt kommen wir zu einer entscheidenden Stelle, die er auch mehrmals in Videos so wiederholt hat. Also Seite 125. Eine bestimmte kristalline Rasse, die unablässig versucht, den Menschen zu kristallisieren, hat mal dem guten Mann Drunvalo eine ungute Information untergejubelt. Es handelt sich dabei um die sogenannte Merkaba, die im Kernteil der Konstruktion angeblich zwei gegenläufig drehende Tetraeder beinhalten soll. Seitdem haben Millionen von Menschen in den westlichen Ländern bei sich diese kristalline Struktur willentlich installiert, mit dem Ergebnis, dass bei ihnen natürlich angelegte potenzielle kosmische großräumige Menschenkörper blockiert wurden. Und so weiter. Wir lesen, es handelt sich dabei um die sogenannte Merkaba, die im Kernteil der Konstruktion angeblich zwei sich gegenläufig drehende Tetraeder beinhalten soll.
Und da sind wir eben genau an der Stelle, die zeigt, dass Gore Merkaba nicht verstanden hat. Er spricht hier und in seinen Videos immer wieder von gegenläufig drehenden Tetraedern. Und das ist das, was ich gesagt habe. Hauptfehler Nummer eins: Wir drehen Tetraeder gegeneinander. Also Gore beruft sich auf Drunvalo, wirft ihm etwas vor, was Drunvalo selber sagt, ist falsch. Dazu schauen wir nochmal bei Drunvalo nach. Die Blume des Lebens, Band 2, Koha Verlag, Seite. Na, haben wir es? 358, Anmerkung 8 ist hier oben, also auf der linken Seite oben. Das ist eines der größten Missverständnisse, die gelegentlich bestehen. Sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass es in Wirklichkeit drei Sterntetraeder um den menschlichen Körper gibt und deshalb das Sterntetraeder gegen den Uhrzeigersinn und das R-Tetraeder gegen den im Uhrzeigersinn drehen zu lassen. Das ist ein Fehler, der keinen wirklichen Schaden anrichtet, aber er bremst das weitere spirituelle Wachstum. Dieser Typ von Merkaba bringt euch zu einem Oberton der dritten Dimension dieses Planeten, der seit tausenden von Jahren von Medizinmännern, Frauen und Schamanen dazu benutzt wurde, Macht zu erlangen und zu heilen. Selbst zur Kriegsführung wurde er eingesetzt, aber er bringt euch nirgendwo hin und er wird es euch definitiv nicht ermöglichen, in höhere Welten aufzusteigen, zu denen die Erde uns derzeit hinbringt. Sollte das auf euch zutreffen, fangt noch einmal von vorne an und beginnt mit der Übung so wie hier beschrieben. Das ist Drunvalo. Und Gore sagt also im Prinzip das Gleiche, aber wirft Drunvalo vor, er hätte dort etwas falsch gemacht. Das Problem ist, seit Drunvalo mit der Merkaba aufgetaucht ist, haben viele diese Technik ins Internet gestellt und dabei Fehler gemacht. Und offenbar hat Gore eine von diesen verbreiteten Meditationen aus dem Netz genommen und sich daran orientiert. Das hat also gar nichts mit Drunvalo zu tun, was er da sagt. Zeigt aber wiederum, dass seine Recherche oder seine Grundlage falsch ist. Das zweite, der zweite, sagen wir, Vorwurf oder ja, die Suggestion, die da drin ist, dass Merkaba ein kristallines Feld ist, ist ein generelles Missverständnis, wenn man sich mit Geometrie beschäftigt. Geometrie ist ja geometrisch, der Natur nach, und die Natur ist geometrisch. Ich habe, wie gesagt, oder studiere Geometrie seit über 20 Jahren. Da gibt es mehrere Missverständnisse. Es gäbe keine geraden Linien in der Natur oder eben die Natur ist organisch, da gibt es keine Geometrien. Aber wie wir zum Beispiel sehen, Leonardo da Vinci hat dieses Bild gemalt mit dem Mann mit der Proportionsfigur. Die Körpergröße ist gleich der Armspannweite. Und das ist eindeutig ein geometrisches Maß. Man könnte das kristallin bezeichnen, aber kristallin, wenn man das falsch versteht, würde man sagen, das heißt, wir nageln den Menschen fest. Obwohl Körpergröße gleich Armspannweite ist, kann ich meine Arme frei bewegen. Die meisten wissen das nicht, aber die Fingerglieder sind im goldenen Schnitt unterteilt und ich kann meine Finger trotzdem bewegen. Oder gerade diese geometrische, kristallene Struktur, die dahinter steht, macht es mir überhaupt möglich, mich in diesem Raum zu bewegen und locker zu sein und den Körper zu benutzen. Also hinter dem Körper steht immer eine Geometrie. Also dieser Vorwurf oder dieser Ansatz stimmt auch nicht. Und ein elektromagnetisches Feld, auch wenn wir diese Kanten haben, diese Linien hier, das sind immer Schwingungsmuster oder Schwingungspunkte, die verbunden werden. Dazwischen gibt es unendliche Vibrationen und jegliche Darstellung von so einer Geometrie muss immer eine Verkürzung sein. Das ist zwangsläufig so, aber gleichzeitig ist diese Verkürzung wieder ein Portal zu der eigentlichen Empfindung oder zu dem eigentlichen Feld. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe. Also es gab nie Menschen, die irgendwie eingeschränkt worden sind durch die Meditation und es wurde nichts Fremdartiges installiert, sondern das ist etwas, was aus ihnen heraus gekommen ist. Hinzu kommt noch, Drunvalo hat 2011 ungefähr sowieso diesen alten Weg nicht widerrufen, sondern gesagt, er ist nicht mehr notwendig, er kann anders gemacht werden. Und das wird heute beschrieben, zum einen in dem Buch Aus dem Herzen leben, auch von Drunvalo, Koha Verlag. Und
in dem Seminar, was ich auch gebe, Erwecken des erleuchteten Herzens rund um die Welt mit sehr guten Ergebnissen und großen positiven Veränderungen im Leben von den Menschen unterrichtet. Und es geht darum, ins Herz zu gehen und das Herz mit dem Gehirn zu verbinden. Und dann wird diese Merkaba von innen heraus aktiviert, ohne dass wir das ja, installieren oder hervorrufen, sondern das Herz übernimmt diese Rolle von alleine. Und das macht etwas sehr viel Tieferes oder Organischeres aus. Also das, was Gore sagt, ist alles so nicht wahr, was jetzt Drunvalo betrifft. Ne? Die anderen Sachen sehe ich kritisch, muss jeder für sich selber prüfen, aber ich wollte zumindest mal über den Teil reden, den Gore anspricht, der so nicht stimmig ist, wenn er sich auf Drunvalo bezieht und auf die Merkaba bezieht. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Es geht also bei Bewusstseinsarbeit, bei Bewusstseinsentwicklung immer darum, das eigene Herz wiederzufinden, das eigene Herz zu entwickeln, zu entdecken und zu entfalten. Und man kann Merkaba oder das eigene Raumschiff auf verschiedenen Wegen erfahren. Also der Weg über die Merkaba, wie ich ihn gehe oder unterrichte, ist nicht der einzige, nicht der alleinige. Jeder hat seinen Weg und jeder darf sich den suchen, zu dem er sich hingezogen fühlt. Aber für mich ist es der, der am besten funktioniert, weil er sehr klar ist, sehr rein ist und authentisch ist. Und das ist das, was ich auch in den Seminaren rüberbringe. Also das Herz heilen, uns wieder mit dem Herzen zu verbinden, die Quelle zeigen, wo wir wirklich in uns alles Wissen haben. Wenn immer ein esoterisches Buch sagt, alles ist Licht und du musst nur in dich schauen, wird nie gesagt, wo man hinschauen muss. Und wir können das im Seminar Erwecken des erleuchteten Herzens sehr genau zeigen. Falls dich das interessiert, falls du dazu Näheres wissen möchtest, schau auf meine Internetseite, die unten drunter verlinkt ist, pythagoras-institut.de und das Seminar Erwecken des erleuchteten Herzens. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du dieses Video teilst und in deinen Freundeskreisen verteilst, um diese Sichtweise ein bisschen noch bekannter zu machen. Dankeschön.